Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und willkommen zum Blick in die Märkte heute mit Silber. Wir haben Euro, japanischen Yen und britisches Pfund Candola auf der Uhr. Und natürlich, wie immer, etwas Zeit für die Analyse des ein oder anderen Wunschmarktes. Das heißt hier an dieser Stelle gerne. Einfach rein in die Fragefelder auf GoToWebinar und auch auf Facebook. Und dann gehen wir rein, auch in die Wunschmärkte. Zuvor, wie immer, der Risikohinweis: das Ganze bitte in Kenntnis nehmen. Und zwar in Gänze zur Kenntnis nehmen. So rum muss es heißen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir weiter in die Planung für den heutigen Tag mit einem Sendehinweis. Morgen. Habe ich den Martin Gösch mal wieder hier? Ich hatte gestern mit ihm gesprochen über ein COT-Trading-Signal im britischen Pfund, US-Dollar, also im Cable. Das ist interessant und der Martin stellt uns dieses Setup morgen einfach einmal vor. Da traden die Big Boys, da kommen immer wieder mal Signale. Und der Martin hat mich ja hier auch schon das ein oder andere Mal im Urlaub vertreten. Und auch über das Thema COT so ein bisschen am Rande gesprochen. Und morgen haben wir mal ein Setup da. Stellt ihr uns vor, das machen wir direkt. Ich sehe gerade hier 21. Februar 9.30 Uhr. Nee, das ist nicht ganz korrekt. Da ist ein Fehler in der Präsentation. Wir machen es direkt nach den entsprechenden ja, Marktanalysen. Das heißt, so gegen 9 Uhr nehme ich den Martin hier mit rein und dann schauen wir uns das Handelssignal an dieser Stelle auch mit an. Ich sehe gerade, jetzt flattern auch viele Guten Morgengrüße rein. Danke dafür. Die Guten Morgengrüße gebe ich gerne auch zurück. Und wie schon gesagt, bitte Wunschmärkte einfach reinposten. Da gehe ich gerne auch drauf ein. So. Das dazu, Sendehinweis ist durch. Wie schon gesagt, hier ist ein kleiner Fehler in der Präsentation drin. Wir starten hier nicht 9.30 Uhr mit dem COT-Trading-Signal, sondern um 9 Uhr. Damit gehen wir in die Tagesplanung rein. Ja, wir sehen es hier. Heute gab es um 8 Uhr den Erzeugerpreisindex, der ist angestiegen um 0,8%. Die Prognose war hier 0,2%. Also wir sehen. Die Erzeugerpreise ziehen leicht an. Das könnten so ganz leichte Vorboten für anziehende Inflation sein. Das ist das eine. Das andere, was wir heute Morgen bekommen haben, war der GFK Konsumklimaindex. Hier ein Ergebnis von 9,8. Das Ganze, ich habe es schon gelesen, der ein oder andere Analyst schreibt: Oh je, das ist total schlimm. Ähm, die Verbraucher sind negativ gestimmt. Äh, das Coronavirus macht hier massive Auswirkungen. Ich weiß nicht. Ich glaube, man sollte hier so ein bisschen mal die Kirche im Dorf lassen. Äh, in meinen Augen ist das jetzt keine rasend schnelle Abwärtsbewegung, die wir haben. Klar kann das Thema mit dem Coronavirus so ein kleines bisschen ähm, auch die Konsumenten beeinflussen. Aber hey Leute, überlegt, wir sind hier in Deutschland. Äh, wir haben hier so gut wie keine auswirkung ja oder wir haben eigentlich überhaupt keine auswirkung bis auf das was wir in den medien gehört haben den einen oder anderen fall gab es ja wir haben aber positive nachrichten bekommen dass sie geheilt worden sind also wir müssen hier bei weitem nicht davon ausgehen aus jetziger sicht dass wir verhältnisse bekommen wie wir das in china haben dass da massiv hier auch die verbraucher eingeschränkt werden, auch in den Möglichkeiten, dass das sich total negativ auswirkt. Also ich denke, hier sollte man cool bleiben. Wir sehen ja auch den DAX, tangiert das Ganze momentan nicht wirklich so stark. Von der Seite her möchte ich dem mal nicht zu viel Gewichtung geben, nur weil dieser Wert hier um 0,1 im Bereich im Vergleich zum vorherigen etwas zurückgegangen ist. Weiter geht es dann am Vormittag mit weiteren Nachrichten hier aus Großbritannien wir sehen es 10:30 Uhr da ist ganz stark das Thema Einzelhandelsumsätze hier das Thema in den britischen oder in der britischen auf der britischen Insel. Das Ganze sollten wir im Blick behalten bei den Währungen mit dem Fund und auch im Index. 11:30 Uhr spricht EZB FIDE, äh, Vizepräsident äh, Duindus, und dann kriegen wir um 12 Uhr noch eine Nachricht aus Großbritannien. Und die ähm, ist auch sehr, sehr interessant. Und zwar gibt es hier die CBI industrielle Trendumfrage. Also, da wird einfach geschaut, wie es hier der Industrie geht. Den Firmenlenkern an dieser Stelle 14.30 dann oder 13:30 Uhr. Sehen wir es hier. Hier gibt es heute das EZB-Sitzungsprotokoll. Um 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA und den Filifett-Herstellungsindex. Das Ganze, wie ich schon gesagt, eine halbe Stunde nach um zwei. Uhr. Äh, dann kriegen wir um die gleiche Uhrzeit, also 14.30 Uhr, den Preisindex für Neue Häuser aus Kanada. Habe ich heute mit reingenommen, weil wir das britische pfund Fundkanollar hier auch da haben. Und dann gibt es um 17 Uhr die Rohöl-Lagerbestände. Hier bitte nicht wundern, warum die heute oder diese Woche zum Donnerstag kommen. Wir hatten ja Montag in den USA einen Feiertag und aus diesem Grund verschiebt sich das Ganze immer um einen Tag. Hier das Ganze, der Blick. Nochmal kurz der Blick zurück. Gestern hatten wir ja das Sitzungsprotokoll der FED bekommen, also der FOMC. Das letzte, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, drei Wochen alt. Also da gab es jetzt nicht so viel Wahnsinniges Neues von der Seite her. Das ist was relativ Altes gewesen. Damals war auch das Thema mit dem Coronavirus noch gar nicht so massiv drinnen. Und beim Thema Coronavirus. Merken wir momentan auch eins, in China wird der Markt sehr, sehr stark mit Geld gestützt. Das heißt, die chinesische Regierung wird alles tun, damit die Auswirkungen dieses Coronavirus so klein wie möglich für die Wirtschaft sind, das ist das, was der Markt momentan auch spürt, antizipiert, das heißt, auch da gibt es Geld und das scheint die Märkte momentan etwas zu beruhigen, dass dort alles getan wird, dass die Wirtschaft nicht in einen negativen Strudel hier hineingezogen wird. Also, das ist der Blick in die Nachrichten an dieser Stelle und da würde ich sagen, gehen wir weiter in die Charts rein und wir starten hier mal mit dem Währungspaar. Das ist in meinen Augen das Interessanteste, was wir heute auf der Uhr haben, weil wir schönes Potenzial zur Unterseite haben, also nicht nur was kurzfristiges sondern auch was mittelfristig ist. Also hier kann man sich wahrscheinlich wirklich schön austoben. Schaut mal, was wir haben. Wir haben eine hervorragende Schulterkopf-Schulterformation. Das sind immer feine Sachen. Da kommen häufig, wenn sie ordentlich ausgearbeitet werden, deutliche Potenziale zur Unterseite zum Tragen. Halt eine Schulterkopf-Schulterformation. Wir sehen es. Kleiner Aufwärtstrend hier ist gebrochen. Mal gucken, ob ich das schön angezeigt bekomme. Das ist das Größere hier. Hier schaut es euch an. Hier der Aufwärtstrend. Hier das letzte Korrekturtief. Dann hatten wir hier einen ersten Schub nach unten, der lief auch ein bisschen trendförmig. Das war der Kopf sozusagen. Und dann gab es die rechte Schulter auch schön nach oben, nach unten. Jetzt haben wir hier schön auch schon einen Abwärtstrend am Laufen hier in diese Bewegung. Runter, hoch, runter. Feine Sache. Wir haben gestern im Tagesverlauf die Schulterkopf-Schulterformation, die Nackenlinie nach unten getriggert. Und momentan schaut es so aus, als wenn der Markt auch weiter nach unten läuft. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo haben wir hier das Potenzial, wenn sich das Ganze weiter nach unten entwickelt. Und da habe ich es mir wirklich einfach gemacht macht einfach mal die dieser Schulter hier ausgemessen und das im ersten Gang nach unten projiziert und da sehen wir das erste Anlauflevel hier, das Potenzial aus dem ersten haben wir hier unten in diesem Bereich um die Marke von 1691, also hier, wo wir schon mal drüber gesprochen hatten, in diesem Bereich auch dieses Zwischentiefs hier an dieser Stelle, das passt also wirklich schön ins Bild und wenn wir uns das ganze anschauen hier mal rausgenommen aus dieser Schulterkopf Schulterformation auf Tagesbasis, das könnte durchaus dann auch das Umkehrsignal für das große sein. Hier sehen wir es, der große Trend, hier der letzte Schub nach oben, der ist voll rausgenommen worden. Hier sind wir unter dieses Trend tief drunter gelaufen, hier in diesem Bereich, schön drunter. Dann gab es jetzt die Gegenbewegung, und wenn dieses Level hier unten rausgenommen wird, dann sehen wir einen größeren abwärtsgerichteten Trend, und dann haben wir noch deutlich mehr Potenzial zur Unterseite rein. Also, das wird sehr, sehr spannend, was hier an dieser Stelle dann kommt. Auf alle Fälle ist das mal ein gutes Zeichen hier, diese Situation mit dieser Schulterkopf-Schulterformation für die Shortrichtung, wenn es getriggert wird. Also es ist ja getriggert worden, wenn sie es sich nach unten fortsetzt, ist da ordentlich Potenzial da zur Unterseite. Was wir allerdings bei diesen Schulterkopf-Schulterformationen auch regelmäßig sehen, ist, es gibt den Ausbruch und dann nicht selten noch einmal ein Retest, also eine, einen, einen Test dieser Nackenlinie. Dran oder ein kleines Stückchen drüber, würde ich hier kein Wundern. Das heißt, man muss einfach mal schauen, was passiert jetzt, wenn es tatsächlich zu steigenden Preisen kommt, was passiert hier an der Nackenlinie um die Marke von 1,711. Wenn wir tatsächlich deutlich drüber gehen, könnte das einen Fehlbreakout geben. Das kann immer wieder passieren. Nach oben hin können wir dann sehen, wo liegen Erholungspotenziale gegen diesen Schub nach unten. Hier natürlich weit nach oben gelaufen und da haben wir als Anlaufpunkte mal hier in diesem Bereich hier dieses Level hier unter diesen starken Bruchbereich. Das ist die Marke. Ich hemm da gleich mal noch hier eine Linie dran so ganz knapp die Marke von 1,7185 in diesem Drehrum. Und dann hier oben dieser Anlaufbereich, dieses Schwung hoch bei 1,72, knapp 4. Die Marker, die wir hier oben haben, sollte es tatsächlich ein Fehlbreakout sein, hier an dieser Stelle, dann könnte es nämlich häufig mal Dynamik zur Oberseite geben. Und das kann der ein oder andere kurzfristige Trader durchaus für einen kleinen Trade auch nutzen, hier im britischen Pfund Dollar Das Ganze mal im Blick, wie schon gesagt, Tageschart und Stundenchart im Kleinen. Beziehungsweise dann, wenn man es aufs Große nimmt, wie schon gesagt, das hohe Potenzial, was wir dann tatsächlich haben, ist, wenn hier komplett ausgereizt wird, dass der Markt doch deutlich tiefer läuft, hier einen neuen Abwärtstrend reinbringt und wir dann viel, viel tiefere Kurse sehen. Da halte ich allerdings uns hier immer wieder auf dem Laufenden, was die Chartentwicklung entsprechend angeht. Machen wir weiter bei den Währungen mit Blick in euro japanisches Yen an dieser Stelle. Hier also das ganze Obs. Das ganze hier, der Blick in den Chart. Hier die Stunde momentan, aber ich möchte gerne erst einmal in den Tageschart mit reinschauen. Und zwar haben wir hier eine wirklich richtig richtig klasse Gegenbewegung innerhalb dieses Abwärtstrends. Also der Yen ist momentan echt absolut hier in Bewegung geraten. Schaut euch das mal an, wir sind hier in diesem laufenden Abwärtstrend haben wir die Bewegung, das Bewegungspotenzial sehr sehr stark ausgereizt, wenn man mal schaut hier, das war die letzte Korrektur und wenn man das unten dran spiegelt, dass es ordentlich ausgereizt wurden und hier ging dann ordentlich powerlos nach oben hochdynamische Gegenbewegung wir sehen es wir sind hier über dieses alte Ausbruchs bzw. Trendentstehungslevel reingegangen und schieben jetzt weiter nach oben hier in Richtung Trendhoch das Trendhoch hier oben haben wir liegen bei 121 ungefähr 1,50 da ist ordentlich Bums drin und wenn wir uns das mal anschauen hier in der Stunde dann sehen wir sehr 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 schön den Trend nach oben laufen und da sieht man momentan kaum ein Halten hier gestern hier der kleine Zacker unten rein, hier ein höheres Tief gemacht, dann hier entsprechend Trendbruch dieses Abwärtstrends hier an dieser Stelle und hier gibt es einfach keine Halten mehr. Schöne Korrektur gesehen, hier im Kleinen, übrigens auch für die Trader, die das im Kleinen sehen wollen. Wir haben eine schöne Flaggenformation gehabt, die ist nach oben ausgebrochen worden. Jetzt sehen wir, wie schön sich dieser Trend fortsetzt. Und wie schon gesagt, Anlaufbereiche zur Oberseite habe ich auch einfach schon mal rausgesucht hier. Einer der möglichen Anrufe. Anlaufbereiche wäre mal hier oben die Marke von 128, beziehungsweise dann natürlich, das ist das Trendtuch hier, was wir haben auf der Tagesbasis, die 121,5. Das ist nach oben entsprechend mit da. Der ein oder andere wird diesen Bereich hier auch noch mitbekommen haben. Das ist natürlich dieses alte Bruchlevel hier oben. Da kann es durchaus auch noch mal zu einem Halt kommen. Aber wie schon gesagt, wenn wir hier auch drüber fliegen, da ist einzig und allein die Longrichtung momentan entscheidend. Und dann wird es wirklich sehr, sehr, sehr spannend was hier oben am alten Hoch oder beziehungsweise am aktuellen Trendhoch des Abwärtstrends auf Tagesbasis passiert. Prallt er irgendwann ab? Kann ja auch sein, dass er vorher schon zum Stehen kommt. Dann müssen wir natürlich jetzt dann auf die Unterseite schauen. Also dann haben wir hier schön den Korrekturtrend und wenn der gebrochen wird, dann können wir uns zur Unterseite orientieren. Unterseite Anlauflevel wäre mal auf alle Fälle hier unten dieser kleine Bereich unter diesem Tief hier. Das ziehe ich mal ganz kurz hier unten ran. Also dieser Bereich hier, der wäre dann wirklich sehr, sehr interessant. Also die Marke von knapp 120.1 aus aktueller Sicht, wenn wir hier direkt abprallen würden. Ansonsten entwickelt sich dieser chart noch und da gebe ich auch immer wieder den hinweis wenn wir dann die umkehr der nachfrage bekommen ich, ich skizziere mal ganz kurz wie das aussieht beispielsweise wir laufen hier noch ein stück weit nach oben hier hin machen noch mal eine kleine korrektur zum beispiel hier nach unten hin wo auch immer gelaufen gehen dann nochmal nach oben und drehen dann rum dann haben wir hier nochmal ein höheres äh, tief sozusagen Und wenn dann der Abprall kommen sollte und wir diesen aufwärtstrend kaputt machen das wäre dann die umkehr der nachfrage das wäre dann das umkehrsignal für den start der neuen bewegung in richtung trend tief also aufwärts Beziehungsweise Aufnahme der neuen Bewegung in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends. So würde das dann visuell in den Charts auch ausschauen. Und das ist halt wichtig und gut, entsprechend zu sehen. Wie schon gesagt, noch haben wir diese Marker definitiv nicht da. Ja, da gibt es noch kein Anzeichen dafür. Da müssen wir drauf warten, ein bisschen geduldig sein. Aber auf alle Fälle, es lohnt sich hier entsprechend hinzuschauen. Und wer diese Dinge hier unten sieht, wer also nah am Markt sitzt, für den ist das natürlich hier auch eine richtig schöne Goldgrube, weil hier unten war der initiale Einstieg, der initiale Entry hier, diese Trendbildung kurzes Inhalten, dann den Bruch dieses Bewegungstrends, gut den Schub nach oben, den konnte man natürlich so in dieser Heftigkeit nicht erwarten, aber da sieht man mal, wie gut es ist, wenn man nah am Rechner sitzt und sowas wirklich sieht, hat man auch Chancen, also hier wieder ein Spielfeld in diesem Markt für alle Tradergruppen, egal ob ganz kurzfristig und nah am Markt oder für die Swing Trader, es bietet sich immer wie wieder irgendetwas zum traden und damit schauen wir noch auf den Silberpreis wir hatten ja gestern gold auf der uhr silber läuft Tendenziell in die gleiche Richtung wie Gold, aber ein kleines bisschen anders. Also das heißt, es ist teilweise nicht so erratisch, wie der Goldpreis hin und her gesprungen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind hier mittlerweile in einer schönen Situation auch reingelaufen. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier, schaut euch mal, das hier ist der Silberpreis. Ich will das mal ganz kurz zeigen. Also hier, schaut, da sind wir zwischendrin schön nach unten getrendet, haben wir in Ruhe das Ganze rausgenommen. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz im Gold anschauen wollen, hier, Deswegen sage ich, das lief etwas anders. Der Goldchart sieht schon ein klein wenig anders aus, wenn wir uns den mal auf Tagesbasis anschauen. Also wenn man da mal Gold und Silber nebeneinander sitzt, da sieht man schon deutliche Unterschiede. Gold war, ist hier hin und her geschwungen, trendet nach oben hier, hat den Aufwärtstrend gebrochen, hat dann wieder angefangen nach oben zu trenden. Da war Silber schon ein bisschen ruhiger unterwegs, wenn man das mal so sehen möchte. Hier ist der Abwärtstrend einfach da geblieben und dann hat sich hier der Aufwärtstrend gebildet. Also hier ein bisschen anderes Chartbild, aber die Richtung ist identisch wie im Gold. Wir haben es gesehen, gestern sind wir hier über dieses kleine Zwischenhoch bei 1835 drüber gegangen. Das Hoch gestern haben wir bei knapp. 1846 gesehen und jetzt wird es halt wirklich interessant zu sehen, was passiert hier. Wir haben hier wie immer zwei Szenarien auf der Uhr. Das erste Szenario ist das Abreißszenario, das zweite Szenario ist das Korrektur und dann Trendfortsetzungsszenarien. Diese beiden Dinge sehen wir, und um das genauer zu bestimmen, müssen wir mal in den Stundenchart reingehen. Das heißt, wir klicken mal hier in die Stunde, und da sehen wir nämlich in der Stunde den aktuellen Trend. Der ist weiterhin aufwärts gerichtet. Deswegen habe ich gerade auch gesagt, zwei Szenarien: entweder Trendfortsetzungsszenario, also aus der Korrektur raus, weiter nach oben das Ganze gebracht. Mal schauen, ob wir das hier schön angezeigt bekommen. Hier, also wartet mal, mal gucken. Na, das ist nur das Große, was wir hier sehen. Die kleinen mini bewegungstrends brauche ich jetzt nicht. Das ist mir zu viel hier an dieser Stelle. Also, was ich damit meine, ist hier: Das war die letzte Bewegung. Jetzt sind wir momentan in der Korrektur. Und wenn wir hier vor diesem Level bei 18, 18 zum Stehen kommen und wieder rumdrehen und diesen Trend hier nach oben fortsetzen, dann heißt das Trendfortsetzung des Stundentrends nach oben. Und dann können wir ohne weiteres hier dieses aktuelle Hoch. Hier, ich zeige mal ganz kurz, wo ich es hergeholt habe. Hier, das ist das aktuelle Trendhoch hier bei 1885. Hier das Jahreshoch auch gewesen. Man war das gewesen, man haben wir das geschrieben am 8.1. Das ist das Jahreshoch, wenn es hier zur Trendfortsetzung kommt, durchaus Potenzial dann weiter nach oben Richtung 1885 reinzulaufen. Das ist die Longseite. Die shortseite zeigt dann das klassische abprall szenario vom Tageshoch von gestern. Und das würde dann so ausschauen, dass wir sozusagen hier unten reinlaufen, das heißt wir laufen hier unten drunter, äh, kriegen dann möglicherweise hier noch ein Stück weit an Korrektur und laufen dann nach unten, aber Fakt ist eins, da wird sich dann in irgendeiner Art und Weise der Markt nach unten bewegen, ob nur trendig oder einfach so nach unten geschoben, das kann man nicht immer so genau sagen, aber wenn es zum Bruch dieses Trends nach oben kommt, dann ist der Bewegungstrend raus, das was geschoben wurde, und dann können wir uns auf der Unterseite orientieren und wie ich schon gesagt, Anlaufmarker sind nach unten auch noch ein paar da, heißt also an dieser Stelle hier, dieses alte Bruchlevel um die Marke von 18,10 wäre mal der erste Anlaufbereich, dann haben wir hier genauso einen Sprungbereich, wie wir den hier oben gehabt haben, noch ein Stückchen tiefer, das wäre hier unten die Marke um die 17,87. Das sind die Anlaufpunkte hier, die wir ganz grob mal aus dem Chartverlauf entsprechend auch mit rausnehmen können hier mit Blick in den Silberpreis. Also Silber weiterhin interessant auf der Long Seite. Aus der Korrektur heraus nach oben zu traden, aber genauso auch auf der Unterseite. Und diejenigen, die sich jetzt hier an dieser Stelle sagen, schau mal, wie kann ich denn jetzt aus der Korrektur der Stunde reintreten? Also, wenn wir tatsächlich rumdrehen, guckt einfach mal in die kleinen Zeiteinheiten rein. Warte mal, ich zoome das mal kurz zusammen. Hupala, das war groß gezoomt. So, jetzt schauen wir uns das mal ganz kurz an. Hier haben wir nämlich momentan, na gut, das will ich jetzt auch nicht haben. Also, was wir hier jetzt sehen, ist folgendes: rein vom Bild her. ne? Das, das Tool übrigens, was ich hier gerade angezeigt habe, ähm, das nimmt natürlich die Trends, die gerade am Laufen sind. Und wir sehen hier natürlich, der Silberpreis, der läuft nach unten, der trendet, also die Stunde trendet hier nach unten. Deswegen haben wir hier immer im Abwechsel aufwärts, abwärts. Das sind also immer die Bewegungen und die Korrekturen der Stunde, die wir hier im Trendform sozusagen sehen. Die werden hier angezeigt. Was ich hier an dieser Stelle jetzt allerdings zeigen möchte, ist, wann geht es denn wieder nach oben? Und das wäre dann die Tatsache hier, wenn dieser Trend tatsächlich gebrochen wird. Ich mache mal hier kurz noch die Entries rein. Hier sehen wir es, das war die letzte Bewegung, die wir gehabt haben. Wenn wir hier in die Korrektur reinlaufen, da brauchen wir schon ein Stück weit Weg nach oben, um das Ganze rauszunehmen. Aber wenn jetzt hier auch hier, das ist rein fiktiv jetzt, also nur zur Illustration, wenn wir jetzt sowas hier bekommen, dass der Markt noch mal nach unten läuft hier und dann hier oben rausgeht, also das letzte Trendtief dann reinnimmt, dann haben wir hier eine mögliche Umkehr und dann können wir uns durchaus hier weiter nach oben bewegen und dann sehen wir hier die Trendumkehr und das ist das, was wir brauchen, also dann einen neuen Aufwärtstrend nach oben zu laufen, das können wir hier sehr, sehr schön dann entsprechend sehen und den Markt rausnehmen, das heißt, dann ändert sich auch dieses gesamte Bild, dann geht der Trend nach unten weg, ja, das heißt, wir trennten dann wieder schön nach oben, ich mache mal ganz kurz die Erkennung hier raus, das heißt, wir haben dann wirklich dieses Bild, dass wir sagen, hier die fünf Minuten, die trenden hier noch ein Stück weit nach unten und dann hier schön hoch Korrektur und dann auf geht's hier nach oben hin. Ach, jetzt ärgert mich das ganze wieder hier so ein bisschen. Sorry dafür. Also hier Korrektur dann und dann den Aufwärtstrend, dann sind wir nämlich hier über dieses kleine Trendhoch drüber gelaufen, wenn wir drunter gelaufen sind, und dann trenden wir schön nach oben und das ist dann interessant, dann haben wir die Umkehr der Nachfrage aus der Korrektur des Stundentrends und das können wir dann schön nehmen, wie schon gesagt, um den Stundentrend weiter nach oben zu traden. Das hier mit Blick in den Silber. So, jetzt schaue ich nochmal kurz in die Fragefelder rein. Frage habe ich momentan keine. Das heißt an dieser Stelle wieder danke für die Zuschauer hier an dieser Stelle. Wachsende Community, ich freue mich wirklich immer sehr, sehr darüber. Ich kriege auch gutes Feedback, empfehle die Sendung gerne weiter. Die, die hier zuschauen, wissen, es gibt immer wieder gute Handelsideen. Kommt hier ran, schaut euch das Ganze an, blickt auch mal auf den Broker. Tickme wirklich ein sehr, sehr guter Broker, auch im Vergleich zu den Marktpartnern, die wir hier in Deutschland haben. Bitte einfach mal draufschauen, das lohnt sich auf alle Fälle. Ich sage danke für die Zeit heute. Morgen 8.30 Uhr wieder ein Blick in die Charts mit den Handelsideen. Und morgen ist Freitag. Heißt also, wir schauen auf die Entwicklung der Indizes, wir machen den Nachrichtencheck und morgen. 9 Uhr, Martin Görsch hier, der Portfolio-Manager und COT-Spezialist, der stellt uns ab ca. 9 Uhr ein ganz tolles Setup aus dem COT-Report im Cable vor. Also auch da lohnt sich das Einschalten. Ich freue mich drauf, wünsche allen gute Trades und sage Bye-Bye, bis morgen. Tschüss und danke für die Zeit.